für das Mittelalter selbst hat sich in der europäischen Geschichtswissenschaft eine dreiteilige Untergliederung durchgesetzt. Frühes, hohes und spätes Mittelalter. Der Epochenbegriff Renaissance wurde in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft nicht angenommen. In den romanischen und englischsprachigen Ländern beschreibt hingegen Renaissance eine eigene Zeit vom 14. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts. Die Benennung der Unterteilungen ist sehr zu hinterfragen. Auch das wurde intensiv in der Medievistik diskutiert, allerdings schlussendlich doch beibelassen. Mit der Bezeichnung früh, hoch und spät Mittelalter lässt sich nämlich sehr leicht ein organisches Gebilde assoziieren. Quasi von der Geburt über die Blüte bis zum Tod reicht dieses Bild. In diesem Zusammenhang charakterisiert dann der Begriff des Spätmittelalters eben eine Spätzeit, also eine Zeit nach einem gedachten Höhepunkt. Damit muss das Spätmittelalter auch eine Zeit des Abflauens sein. Es muss eine Zeit sein nach einem gedachten Höhepunkt. Es ist demnach eben eine Zeit des Abflauens, eines Idealzustandes zugleich auch, eine Zeit der aufkommenden Krise, der Dekadenz, des Niedergangs. Spätmittelalter, das kann keine Glanzzeit mehr sein, denn das muss dann mit diesem Bild das Hochmittelalter gewesen sein. Mit dem so interpretierten Begriff des Spätmittelalters ist der Verfall allgegenwärtig und das Ende selbst auch nur mehr eine Frage der Zeit. Sehr prägsam für dieses Bild war Johann Huizingers 1919 schon erschienenes Buch Herbst des Mittelalters. Deutsch ist dieses Buch bereits 1924 erschienen. Gleich mehrere Historiker nahmen sich im 20. Jahrhundert dieser Idee des Spätmittelalters als Krisenzeit an und fanden diese im 14. Jahrhundert. Das hat sich mittlerweile auch gerade unter dem Aspekt Renaissance, Humanismus und Technik relativiert. Trotzdem war es gerade in den 70er Jahren sehr verbreitet, dieses 14. Jahrhundert, vor allem die 40er, 50er Jahre dieses Jahrzehnts als Krisenzeit zu sehen, in denen die Pest zum Beispiel durch Europa grassierte und großen Bevölkerungsverlust bedeutete und große wirtschaftliche Einschnitte bedeutet. Früh, Hoch und Spätmittelalter stehen aber in der Sicht der Geschichtswissenschaft noch für etwas anderes. Man kann früh, hoch und spät auch im Sinne der Idee eines Kaisertums und der Reichsidee verstehen. Das ist wiederum eine gar nicht so unerhebliche Frage für das 19. Jahrhundert, gerade in Deutschland bzw. in der Auseinandersetzung Deutschland-Österreich. Damit gilt das Frühmittelalter zuerst einmal als das Ende des weströmischen Kaisertums, die Verlagerung anschließend der Macht unter den Merowingern nach Norden, aber auch als Wiedererrichtung des Kaisertums mit Karl dem Großen. Dementsprechend endet in diesem Modell das Frühmittelalter auch mit dem Aussterben der Karolinger, zumindest im Ostfränkischen Reich, durch den Tod Ludwigs des Kindes 911. Das Hochmittelalter ist in diesem Sinne dann das Zeitalter des klassischen mittelalterlichen Kaisertums in der Hand weniger Familien, also es herrscht eine gewisse Ordnung und Übersichtlichkeit. Da hineinfällt also ganz am Anfang die Renovatio Imperii unter Otto dem I., der 962 in Rom wieder zum Kaiser gekrönt wurde.
Es folgen dann die Familien der Ottonen, der Salier und der Staufer in diesem Amt. Man hat also einen Idealzustand damit oft genug festgestellt. Die Epoche dieses sehr einheitlichen, idealen Kaisertums endet dann mit einer Katastrophe, nämlich dem Interregnum, also einer herrscherlosen Zeit, die nach dem Tod Kaiser Friedrichs II. Im Jahr 1250 ausgebrochen ist. Es ist eine vor allem kaiserlose Zeit, denn man muss bedenken, dass es durchaus Könige gab, beziehungsweise Königswahlen gab. Allerdings konnte sich keiner im Reich richtig durchsetzen. Von den Zeitgenossen wird der Abschnitt von der Wahl Rudolfs I. von Habsburg zum König im Jahr 1273 an als allgemeiner Verfall und Unsicherheit bezeichnet. Mit diesem Habsburger, mit Rudolf I. beginnt das Spätmittelalter als Zeit der Wahlmonarchie. Das ist natürlich für das 19. Jahrhundert eine mittlere Katastrophe. In dieser Zeit der Wahlmonarchie des Spätmittelalters haben sich dann die Familien der Habsburger, der Wittelsbacher und der Luxemburger im Königs- bzw. Kaiseramt abgelöst. Mit Albrecht II. Bzw. dem aus einer anderen habsburgischen Linie stammenden Friedrich III. Beginnt nun wieder eine neue Linie. Diesmal von hier an sind die Habsburger dann mit nur einer Unterbrechung die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und das gleich bis zum Ende dieses Reiches 1806. Doch über diese Einteilung ist schon der Filter der modernen Interpretation gekommen.